Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play We Happy Few. Wir sind hier in diesem kleinen, süßen, idyllischen Örtchen. Süß, nein, idyllisch auf gar keinen Fall und gastgeberfreundlich. Naja, eine Person zumindest. Das ist die gute Frau, die hier drinnen in der Garage steht. Und da werden wir jetzt auch mal reingehen. Heul doch mal nicht so rum, Mensch. Also wir gehen jetzt mal hier rein, machen die Tür zu und ich hoffe, dass ich bei der eventuell schlafen kann. Nein, ich beklaue sie nicht. Beryl Markham. How are you holding up? I try not to talk about the kids. What we did to them. But sometimes I can't help it. Okay, was habt ihr mit den Kindern gemacht? Beryl. Hello. It's hard when you can't trust your own memory, isn't it? Ja. Ist vielleicht nicht gerade das Coolste, wenn man sich selber nicht mehr an irgendwelche Sachen erinnern kann und sich dann nicht sicher ist, ob das, an was man sich erinnert, Realität oder einfach nur eingepflanzte Realität ist vom Regime, von der Regierung. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Ich versuche jetzt einfach mal drin zu schlafen. Es ist gleich um 9 abends. Ich mache hier mal die Tür zu. Okay, geht nicht. Ich versuche es einfach mal. Gucken, ob es uns böse ist. So, ich will gerne so lange schlafen, bis unsere Gesundheit voll ist. Wir müssen ja 24 Stunden schlafen. 4 Stunden. Ich schlafe mal bis um 8. 76% sollte Sleep. Reichen. The poor man's dinner. Okay. Wir haben Durst. Oh, ich bin durstig. Sprinten kostet jetzt mehr Ausdauer. Haben wir denn eventuell noch was zu trinken dabei? Feldflasche. Ja, Feldflasche klingt doch gut. Hier, guck mal. Verwenden, da trinken wir auch gleich mal was. So, sehr schön. Wir hätten auch einen Kaffee trinken können, aber komm. Das reicht erstmal so. Wir haben einen Kaffee, es ist früher Morgen und wir können jetzt einfach mal zum Bahnhof aufbrechen. Dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Den haben wir... Huch. Du darfst dich gerne wieder hinsetzen. Kollege. Haben wir schon mit den ganzen Leuten hier geredet? This too shall pass, I suppose. Don't go out in people's boxes just because they're not looking, alright? Ja, okay. Mach ich auch nicht. Hatte ich nicht vorgehabt. Have you been sleeping alright? Sometimes you just have to eat rotten things. That's life, innit? Ja, würde ich jetzt aber nicht bevorzugen. Würde ich versuchen zu umgehen. Alex McKenzie. At least there are flowers out here. Well, well. There's more of us every day. Okay, das interessiert irgendwie gar nicht, dass es noch Blümchen gibt. Wir... Oh, da geht's auch noch lang. Ich guck erstmal hier rauf. Telefon. Telefon klingelt. Ein Telefon. Wie komme ich jetzt am schnellsten zum Telefon? Warum klingelt das Telefon? Wartet, Leute, das will ich jetzt mal eruieren, ob ich an das Telefon komme. Komme ich von hier aus schnell ans Telefon? Hi, nimm mir Rigby. Well, well. There's more of us every day. Das ist eine Schaufel. Glaube ich nicht. Oh. Oh, gut. Nichts passiert. Ich will zum Telefon, ich will zum Telefon. Ring, 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 ring. Banana phone, banana phone. Ach, hier gleich sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Klingelt nicht mehr. Toll. Toll. Ach, Manu. Schade. Ja, ich mach's. Ciao. Ich lege mal wieder auf. Schade, waren wir zu langsam? Oder ist es einfach nur, dass man denkt, oh komm, wir rennen da jetzt mal sinnlos hin? Na okay, aber dafür sind wir jetzt wieder im Garden District. Und wir gehen jetzt einfach mal schnurstracks zum Bahnhof. Und schauen uns dort mal um. Hier dieses gruselige Haus mit dem Kindermädchen, dem ich auch irgendwie überhaupt nicht über den Weg laufen möchte. Weil das sah da... Ja, Entschuldigung, das muss ich mitnehmen. Habe ich es mitgenommen? Nein, habe ich natürlich nicht mitgenommen. Nachtklee ist das, ne? Jo. So. Was haben wir hier?
Ach, ich muss einfach alles durchsuchen. Ich muss einfach. Es ist das ganz Schlimme bei solchen Open-World-Erkundungsspielen. Gruseliges Haus. Es ist ein gruseliges Haus. So, Balsamrose nehme ich auch mit. Meine Feldfläche konnte ich doch hier irgendwo auffüllen, ne? Jo. Die fülle ich jetzt auch noch aus. Damit du ausgerüstet bist. Wir trinken mal noch was, einfach weil wir es gerade können. So, und dann füllen wir mal noch unsere Feldflasche auf. Ich habe zwei Feldflaschen, also kann ich... Jo. Zweimal Wasser, das heißt, wir müssten eigentlich erstmal ein Stück hinkommen. So. Und wir schauen jetzt mal zur Brücke. Und gehen auf die andere Seite. Ah. Raucous Drift Brücke wird betreten, okay? Anxious to get back home to the village. Ja? Well, I live in the parade. You won't get past that door. Not without one of them disposable electrical cars that all the bobbies have. And a power cell. Know where I could mug a bobby? You're a brave one, aren't you? No. I'll trade you one. What does somebody? Don't you want to go back home? Home to all those bastards who chased me out of my house. When they all catch the plague and die, then I'll go back. There's something I want a whole lot more. Those bastards in that camp over there, with the helmets and the proper weapons. They took something from me. Aww. You get them back for me. I'll give you my card. Sounds quite dangerous, isn't it? Of course it's bloody dangerous. That's why I'm paying you. Come and find me. In that sort of hamlet over there. We'll trade. All right. Okay. Well, what are they? My medals. From the war. I won the DSO at Dunkirk. And the Victoria Cross at Ramsgate. Das ist doch nur ein Stück Altmetall. Bastards. They thought it was funny that I still had them. Fucking funny they thought it was. No. I only need a power cell to fire this thing up. Hoodigan stole most of those too. Right. Well, I'll see what I can do. Okay. Rock is well, if I go to a camp of robbers, maybe I can defeat them with my rapier sharp wit. Ja, bin ich mal gespannt. Ein Weg ins Lager der Head-Jungs finden. Ja, das klingt ja super. Aber erstmal muss ich hier gucken, was es gibt. Wo ist der hin? Ist er weg? Ich glaube, der ist weg, ne? Da kann ich doch hier mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Eine freundliche Erinnerungshilfe zum Betreten des Dorfes. Schmutzige Wäsche entfernen. Lauwarme Dusche genießen. Saubere Kleidung anziehen. Ein wenig Duft aufsprühen. Pfefferminzrose. Eine Freude einwerfen. Onkelcheck im Fernsehen schauen. Und ein Spiel spielen. Yay! Das klingt ja super toll. So. Ich habe irgendeine Tasche oder sowas gefunden. Ein Brecheisen. Lass mal ganz kurz schauen. Outfit. Nutze deine Taschen, um mehr Dinge zu... Ja! Kann ich das hier irgendwie reinziehen? Ich glaube, einfach verwenden, ne? Dann verwende ich das jetzt einfach mal. Zack! Und ich müsste jetzt theoretisch mehr tragen können. Ob das jetzt so ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber wir werden es hoffentlich irgendwie herausfinden. Und wo sind wir jetzt hin? Rocks Driftbrücke, dahinter. Sieht da sehr einladend aus, Dotten. Okay, dann wollen wir uns das da drüben doch mal genauer ansehen, was uns da erwartet. Hey! Moin, Jungs! Ich bin's. Der Briefträger. Aber erst muss ich hier nochmal gucken. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie natürlich nichts. Aber wir haben ein... Auch hier ist nichts. Okay. Hier? Nein. Ah. Heavens alive. It's a bloody fortress. Yay. Na dann. Einlander, würde ich sagen. Einen Weg ins Lager der Headjungs finden. Hooligan-Lager. Juhu. They look pretty well buttoned up. Yep. I suppose I can wait here till they throw a party for the whole neighborhood. Or find a cleverer way in. Okay. Headjungskampf heute Abend. Wer landet im Ring? Headjungskampf, so ist es ein Kampf bis zum Tode auf die Fresse. Okay, wo muss ich denn irgendwie einen Weg reinfinden?
Will ich da rein? Ich glaube eigentlich nicht so wirklich. Okay, den Flieder hier können wir nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ah, das sieht schon ziemlich cool aus. Und da drüben ist also dieser Parade, also nicht das Parade-District, aber hier so die etwas gehobenere Gegend. Darf ich hier durchlaufen? Ja. I used to love chocolate. Percy hated it. But what did it taste like? Wie kommt er denn jetzt darauf, auf Schokolade? Wir stehen hier mitten in der Pampa und er redet von Schokolade. Ich meine, jeder liebt Schokolade, ich liebe Schokolade, aber doch nicht hier. Hier komme ich auf alles, aber nicht auf Schokolade. So, und das hier, das kennen wir aus Tomb Raider, was wir erst gespielt haben. Wie so ein Bunker aus dem Zweiten, Ersten Weltkrieg, keine Ahnung. Wenn hier Schiffe waren, wurden die einfach hier raus abgeschossen. Was eigentlich ziemlich klug war, denn man konnte es sich nicht so schnell als dieses erkennen, denn hier waren ja überall Berge. Und da haben sie hier ganz leicht auf die Schiffe hier unten geschossen. Haben sie sich einen guten Ort ausgesucht hier, diese Jungs. Natürlich. Ein Hintereingang, der beleuchtet wird und der offen steht. Das ist doch hundertprozentig eine Falle. Da verwette ich meinen Arsch drauf. Achtung, Verbot, Eintrittverbot. Warum ist es auf Deutsch geschrieben? Und auch hier, ich glaube, das war auch bei Tomb Raider, waren das, glaube ich, auch die Deutschen. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Auch in so einer altdeutschen Schrift geschrieben. Achtung, Eintritt verboten. Danke, dass es nochmal übersetzt wurde, das Deutsche. Naja, immerhin. Tour. Warum bekommen wir das? Das ist irgendwie... Naja. Verwirrt mich das. Oh, Bobby Pins. Okay, Schloss knacken. Dann wollen wir doch mal hier reingehen. Und ich freue mich tierisch. Puh, okay. Hooligan-Bunker betreten. Ja. Na super. David Livingstons irgendwas holen, seine Kriegsmedaillen finden und die Energiezellen finden. Nehmen wir die Schaufel in die Hand und gehen mal in die Hocke und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Können auch wieder raus. Sally would have loved this. We could never get in here. Sally hätte es hier toll gefunden. Warum? Warum will man denn hier rein? Ich meine, gut erfunden und so. Hier ist niemand. Oh, eine wunderschöne Blume. Und aufgeweckte Kritzeleien. Ja, zum Glück keine müden Kritzeleien. Nein, es sind aufgeweckte Kritzeleien. Schließfach durchsuchen. Ich meine, eigentlich sind wir ja sowieso hier bei den Gegnern, oder? Also bei den Feinden. Kann ich ja auch mal ganz kurz hier mitnehmen. Wir sind ja eh schon unerlaubt hier drin. Also ich denke mal nicht, dass es da noch einen großen Unterschied macht, ob wir jetzt noch ein paar Sachen klauen. Also außerdem sind es ja auch Diebe und ich... Moin. Ich wollte nicht stehen. Ich habe auch keine Schritte, ne? Irgendwie, das ist doch hier hundertprozentig, tausendprozentig ist es eine Falle. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass dieser Typ an der Brücke eventuell mit den Leuten hier in Verbindung ist. Also, dass die sich hier unter einer Decke setzen. Hau ab nach Hause, Fritz. Ja, Fritz, hau ab. Ist wieder auch wieder so ein deutscher Name, Fritz. Okay, kann ich hier. I guess I have to take that elevator. Zu laut. I hope no one notices. Ernsthaft? Hier rein? Das ist hundertprozentig eine Falle. Okay, hier ist nichts. Nee, ist einfach nichts. Wir müssen da rein. Wir haben keine andere Wahl. Und das ist definitiv eine Falle. Verschwinde, Deutscher. Ach, Jerry. Okay, Jerry, ich hätte es ja so als Name, aber okay, wir. Okay, ich gehe. So. Okay. Also, Leute, ich sag's euch jetzt schon, das ist tausendprozentig eine Falle. Aber okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight. In the arena.
I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive? I don't know. Can you juggle? Yeah. Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bad. First, put your things in that box. It will leave you there to starve. So viel zum Thema. Ich glaube, das ist eine Falle und es war eine Falle. Ich frage mich nur, was sie damit meinen. Mit, zum Tode, also zum, dass wir so weit gekommen sind, denn eigentlich haben wir gar nichts gemacht. Natürlich, wir geben unsere Sachen ab. Natürlich. Größter Fehler, den man machen kann. Gehört deine Loins für den Moment der Wahrheit. For it is upon you. Tschüss. Meine Sachen. Toll. Moin. Looks to me scrappy, Jenny Lance. Well, I'll wager he's about to look a lot scruffier, innit? Hey, in the other corner is our two-time winner, Janet Defoe. Hi. Bloody hell, Arthur Hastings. I'm sorry, I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the Oak Coran. I don't remember that. I don't work there anymore. You thought one of my articles was insufficiently original. Oh. Danny Defoe. You've lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Oh. Now, lads, choose your weapons. One is quite lethal. The other will just give the other chap some bad dreams. Up to you. Ich nehme natürlich den Spitzstab. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill good old Danny? And Danny's picked the lethal one. Natürlich, ich habe sie auch die tödliche Waffe genommen. Hey, tall guy, I got great odds on you. Don't fuck it up. He's gonna come on strong with that lead pipe. You gotta wanna block that. Okay, wird gemacht, wird gemacht. Dennis Schläge abwehren. Eins. Zwei. Okay. Drei. Aua! Danny schubsen. Aua! Aua! Deiner Pisser. Geh weg! Aua! Lass mich in Ruhe, du kleiner Pisser. Geh weg! Can't we just agree to disagree? Okay. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Let's spice it up, shall we? Die Dame? Okay, komm raus, bitches. Oh, moin. Aua, lass mich in Ruhe. Ihr kleinen Bitches, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Aua. Ich sag, lass mich in Ruhe. Nein! Schlag zu! Victorious! Arthur! You are free to go! It's been a real pleasure having you over! Catch you later! Okay, ciao! Guckt euch mal bitte unsere Gesundheit an! Also, als ob wir jetzt gehen dürfen. Als ob. Das kannst du darunter. Quest abgeschlossen, Konfliktlösung.
Wir sind leicht am Ort. Also, uns darf jetzt nichts mehr passieren, weil sonst sind... Let's all wish him well on his journey. Okay, danke. Was für Pisser, aber das war so klar. Natürlich stehle ich das jetzt hier. Die haben uns einfach runtergeschmissen. Alles nehmen, toll. Verfaulte Äpfel. Oh Gott, die schon. Oh Gott. Hat der super funktioniert. Das sind lecker verfaulte Kartoffeln. Will ich das jetzt mitnehmen? Eigentlich ja nicht, ne? Aber komm. Ich packe es einfach mal alles in mein Inventar. So. Was haben wir hier? Ein Brecheisen. Auch das nehmen wir mit. Unerlaubtes Betreten. Wow, wer hätte das gedacht? Die haben mich da heruntergeschmissen. So. Alle tot. Oh Mann. So, und wie kommen wir jetzt hier raus? Da oben ist der Knopf. Fliegt eine Leiter. Können wir die Leiter... Verfaulte Karotte. Kann ich die Leiter? Warte mal, ich hau mal den hier weg. Ciao. Oh, Entschuldigung. So, komm mal her, meine Hübsche. Und ciao. Boom. kann ich die Leiter hier nicht? Da ist eine Leiter und ich glaube. Na gut, da würde ich nicht bis da hochkommen. Kann ich hier irgendwie so hoch? Hier lang? Ah! Jetzt noch Fallschaden bekommen und sterben. Das wäre es natürlich noch. Oh! Hallo! Medigit. There's some sort of vent. I wonder if I can pry it loose. Okay. I need a Jimmy Bar. Haben wir natürlich schon und ich nehme erstmal das Medikit hier. Also, bevor ich irgendetwas anderes mache, mache ich das. Denn uns geht's echt nicht gut. So, volle Gesundheit ist sehr, sehr schön. Gewaltsam öffnen. Okay. Öffnen. Schießen. Nein, wir gehen jetzt hier rein. Na toll. Na toll. No one is actively trying to kill me. I ought to be on the lookout for a motoline dispenser. That chap at the bridge said I'd need a power cell. And his war medals. Aber immerhin funktioniert doch die Sicherheitsbeleuchtung. Das ist sehr gut. Bah. Yeah. Warum? Tutorial, Hinweis. Schließt du Quests in Wellington Wells ab, erhältst du Fähigkeitenpunkte. Um deine Fähigkeitspunkte zu nutzen, öffne den Fähigkeitenbaum mit Tab. Okay. Fähigkeiten kaufen. Wenn du genug Punkte verdient hast, kannst du Fähigkeiten kaufen, um dein Können zu verbessern. Kaufe die Fähigkeit Süße Träume. Okay. Würge Menschen leise. Das ist hier dieses leise Umbringen. Kaufen wir. Jo. So, und jetzt? I better figure out how to get rid of him real quiet like. Scheiße. Hat ja gut funktioniert. Kacke. Alter. Das ist da. Ja gut. Ich bin ein eiskalter Laserkiller. Wow. Also das habe ich echt. Gut gemacht. Wir haben Hunger. Ich möchte aber keinen verfaulten Apfel essen. Und ich glaube auch kaum, dass ich hier irgendwas Leckeres finde. Medizinschrank. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Die brauchen das eh nicht. Gib mir einfach alles. So. Felix Middleweg, dafür, dass du meine Bauklitze umgestoßen hast. Wir hatten eh noch mit ihm eine Rechnung auf dem Brecheisen. Auch das nehme ich mit. Und der hat einfach hier hingepisst. Ne? Voll daneben. Einfach widerlich. So, Kollege, du sitzt hier aber ein bisschen im Weg rum. So. Ja, so benutzt man aber keine Toilette, aber ist okay. So. Anleitung zur Hinterlist. Ja, gut. Hat es nicht so gut funktioniert. Drücke C zum Schleichen. Beim Schleichen ist deine Sichtbarkeit verringert und du machst weniger Geräusche. Außerdem siehst du die Schritte nahe Feinde, sogar durch Wände. Versuche an Hooligans in diesem Zimmer vorbeizuschleichen. Okay, ich versuche es. So, die Tür. Mache ich die wieder zu? So. Versucht man, hinter dem herzuschleichen.
Los, los, go, go, go. Da ist die Tür, da müssen. Ich muss zu der Tür. So. Okay, läuft man immer noch weiter. Wenn er weiterläuft, gehe ich zur Tür. Jetzt. Nutz die Tür. Schnellzugriffsplätze werden automatisch von deinem Inventar gefüllt und werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Da, hier, so, da, hier. Um den aktiven Schnellzugriffsplatz zu wählen, drücke 1 für Heilgegenstände, 2 für Nahrung, 3 für Werkzeuge und Dinge, die du werfen kannst und 4 für Drogen. Drücke den Knopf erneut, um die Gegenstände in jedem Schnellzugriffsplatz zu scrollen. Halte F, um Gegenstände zu nutzen oder auszurüsten. Es ist leichter, dich an einem Feind vorbeizubewegen, wenn sie woanders hinsehen. Um für eine Ablenkung zu sorgen, wähle den Schnellzugriffsplatz für Geräte mit 3 und tippe erneut auf 3, bis du bei einer Flasche bist. Hebe die Flasche mit F. Dein Ziel wird mit einem sich drehenden Netz gekennzeichnet und halte zum Zielen. Oh Gott, links gedrückt. Laufe los, um sie dorthin zu werfen, wo die Leute nachsehen sollen. Um den Wurf abzubrechen, tippe einfach erneut auf 3. Okay, na mal gucken, was das wird. Ich mach die Tür mal zu. Mach die Tür zu. Oh Gott. Die scheiß Tür zu. Okay. Aber, meine lieben Freunde, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play We Happy Few. Danke, dass du wieder mit am Start bist, warst und sein wirst, hoffentlich. Selbe Stelle, selbe Welle. Ciao!